Lieben, heute gibt es ein neues Video für euch. Und zwar, wie ihr seht, geht es heute um Lennox. Denn zum einen wollen wir den umziehen und zum zweiten, wollte ich euch heute mal erzählen, wie das so ist. Denn einige haben es ja schon gesehen, dass er wieder bei eBay Kleinanzeigen drin ist. Und den Grund möchte ich euch jetzt gerne erklären und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Video. Lennox hat das komplette Outfit von dem Spielevideo im Garten an. Ich habe es leider noch nicht geschafft, die umzuziehen. Die anderen beiden habe ich gestern schon umgezogen. Was machst du da? aber Lennox wird heute umgezogen, weil ich ja wie gesagt das mit euch klären wollte jetzt. In diesem Video, ich dachte mir, bevor ich euch da voll labere mit irgendwas, ziehen wir ihn direkt um. Ich hoffe, ihr seht genug. Ja, wie ihr gesehen habt, ist Lennox wieder bei eBay Kleinanzeigen drin. Das stimmt. Es ist kein Fake-Account oder irgendwas. Es stimmt, ich habe das gemacht. Erstmal die Frage, warum erzähle ich euch sowas nicht? Weil ich werde im Moment kritisiert, dass ich ja so ein schlechter Mensch bin, weil ich euch davon nichts erzähle. Ich dachte mir einfach, dass es überhaupt nicht wichtig ist, dass es für euch auch nicht wichtig ist. Ich wusste echt nicht, dass das für euch so relevant ist. Und habe mir deswegen gedacht, okay, das ist jetzt nicht so schlimm, wenn du es einfach machst. Ich erzähle dir das dann irgendwann, wenn er denn überhaupt verkauft wird. So. Dann habe ich aber ganz viele Nachrichten bekommen. Hey, ich habe Lennox gesehen, warum machst du das? Und wieso erzählst du uns nichts? Und ich dachte mir erstmal so, okay, vielleicht interessiert euch das ja doch und deswegen mache ich jetzt auch das Video. Und dann habe ich ganz viele Nachrichten bekommen, warum ich das so mache. Weil ich ja zuerst auch meinte, dass er bleiben wird. Das Problem ist jetzt einfach, dass ich Lennox über alles liebe und es wirklich richtig, richtig schwer wird, ihn abzugeben. Und ich deswegen auch schon noch froh bin, dass sich noch keine Mama gemeldet hat. Und es gibt halt einfach, was ich halt auch total scheiße, wirklich scheiße finde von euch, dass manche von euch einfach sagen, ja, du lügst nur rum und zuerst sagst du, du bist Lennox behalten und jetzt willst du ihn wieder verkaufen. Wenn man dabei mal überlegt, dass es vielleicht auch private Gründe haben kann. Also es ist ja nicht so, dass ich Lennox einfach verkaufe, ja, weil er mir nicht mehr passt, weil er mir nicht mehr gefällt, weil er einfach scheiße ist oder so. Sondern es ist halt einfach so, dass Lennox, dass ich Lennox verkaufe, weil es private Gründe hat. Und das muss man dann auch immer überlegen. Und ich finde es halt dann schon ein bisschen ungerecht, wenn man dann schon verurteilt, bevor man überhaupt den richtigen Grund weiß. Ja, und der private der Grund dafür ist halt einfach ein privater Grund. Und Lennox muss jetzt einfach gehen. Es ist einfach total schwer für mich. Und es ist auch einfach nicht irgendwas, was ich jetzt so leicht mache. Aber es muss halt eins von den Babys gehen. Und es war die Entscheidung zwischen Lennox und Jayden. Und da ist nun mal Lennox jetzt der gehen muss. Und außerdem muss man sich auch immer überlegen, ich habe einen riesengroßen Wunsch von einem anderen Baby. Und 4 Babys werde ich mir auf keinen Fall holen. Ich finde 3 sind schon viel zu viel. Und ja, deswegen muss man auch da auch ein paar Sachen abgeben dann, wenn man sich einen neuen Wunsch erfüllen möchte. Das kennen bestimmt auch einige Reborn-Mütter hier. Dass man einfach manche Sachen verkaufen muss, um sich dann einen neuen Wunsch zu erfüllen. Und das ist auch so ein bisschen der Grund dafür, weil ich halt, wie gesagt, ein anderes Baby haben möchte. Also Lennox ist wirklich richtig, richtig toll und immer wenn ich ihn umziehe oder sehe, dann ist es auch total schwer für mich und alles, aber es muss halt einfach sein. Und ja, wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu dem Thema habt und ich euch nicht jetzt alles genug erklärt habe, dann könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, sonst tut es mir nochmal leid, dass ich euch das nicht vorher gesagt habe, aber wie gesagt, ich wusste halt nicht, dass es so wichtig für euch ist. Ja. Und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz schönen Tag und bis zum nächsten Mal.